Mir doch egal. Das hier ist schließlich wichtig. Hallo! Hey, Konstantin! Hey, Leute! Wir haben Besuch! Hey, ist das nicht deine Schwester? Ja, leider. Dir auch einen wunderschönen Tag, Bruder Herz. Hi. Hi. Hallo. Was wollt ihr denn hier? Ich sag's nicht gern, aber wir brauchen deine Hilfe. Hey, Enzo. Wir können Pause machen. Hier gibt's gleich Kindergeburtstag. Du warst auch schon mal witziger. Reg dich ab, Kevin. Ich hab sowieso Hunger. Hey, Konsti, wir holen uns mal einen Burger oder so. Willst du auch was? Nee, kein Hunger. Okay. Komm schon, Kevin, beweg deinen Hintern. Ja, ja. Kannst du mir was leihen, Alter? Oh, Mann! Hey, ich bin total blank. Na toll. Was soll das denn? Hier einfach reinzuplatzen und unsere Proben zu stören. Es ist wichtig. Ach ja? Was kann denn bei euch schon wichtig sein? Es geht nicht direkt um uns, sondern um Johanna. Hi. Dich kenne ich noch nicht, oder? Johanna ist neu in unserer Schule. Und es gibt da ein Problem. Und so berichten die Freunde abwechselnd, was sich bisher alles ereignet hat und wie sie versuchen wollen, Johannas Eltern zu helfen. Konstantin hört sich alles an, aber irgendwann verliert er die Geduld. Okay, okay, alles klar. Ich hab's kapiert, alles ganz schrecklich und so. Aber was wollt ihr von mir? Du sollst uns helfen. Ach, und wie? Naja, wir brauchen sozusagen ein Spion. Ja, jemand, der sich auf Brands Firmengelände ganz unverdächtig umsehen kann. Ach, und das soll wohl ich sein. Genau. Ihr spinnt ja. Nein, hör doch erst mal zu. Wir haben hier einen Plan. Aha, na da bin ich aber gespannt. Ja, wir dachten, es wäre ganz einfach, wenn sich jemand als Aushilfskraft dort anheuern lässt. Und da wir für sowas zu jung sind? Das wäre doch ein prima Nebenjob für dich. Ja. Was, ihr habt doch alle einen Schatten. Ich soll mich in so einer Fleischfirma als Hiwi einstellen lassen? Du solltest ja nicht bis zur Rente da arbeiten. Aber nur so kommen wir an wichtige Informationen. Mhm. Und was springt für mich dabei raus? Du würdest Johanna und ihren Eltern helfen. Das wäre, also, ich wäre dir echt dankbar und so. Tja. Und außerdem würde ich mich bereit erklären, Mama gegenüber eine gewisse 5 in Physik nicht zu erwähnen. Was? Ich meine ja nur. Also, ich wäre ja durch unsere weiteren Ermittlungen so abgelenkt, dass ich gar nicht mehr an diese 5 denken würde. Woher weißt du denn davon? Du solltest deine Sachen nicht so offen rumliegen lassen, großer Bruder. Ihr seid wirklich die Pest auf Beinen. Aber du hilfst uns? Ja, ja, ja. Nur damit ihr mir nicht mehr auf die Nerven geht. Am besten gehst du gleich morgen nach der Schule dahin und fragst, ob sie einen Job für dich haben. Ja. Versprochen? Ja, verdammt. Hi, die sind ja immer noch da. Na, alles geklärt? Ja, die Minis verschwinden auch sofort wieder. Na klar. Wir wollen doch niemandem zur Last fallen. Vielen Dank. Ja, ja, schon gut. Also haut ab. Enzo! Ja? Sei froh, dass du Einzelkind bist.